Co. konnte die CIA nicht eingehen. Sie wurden zurückbeordert, um sie zum Schweigen zu bringen. Hendrix. Seine Diagnose zeigt einige Unregelmäßigkeiten. Vielleicht nur ein Kalibrierungsproblem, aber ich will es nicht ignorieren. Vor allem nach seinen letzten Ausbrüchen. Du weißt, wovon ich rede. Deshalb hast du ihm auch nichts vom Sender erzählt, den du Salim angesteckt hast. Wir planen gerade einen Angriff an der Seite der ägyptischen Armee. Wie sorgen wir dafür, dass sein Kopf klar bleibt? Ich kann die Medikation ferndosieren. Das sollte hinhauen. Aber er darf auf keinen Fall gefährden, dass wir Taylor erwischen. Dazu kommt es nicht, Kane. Dafür sorge ich. Ägyptische Verbündete in Position. Sie haben das Gebäude umstellt. Erwarten grünes Licht. Scheiße! Kane! Das Signal vom Doktor ist weg! Was zur Hölle soll das heißen? Das heißt, er ist tot. Oder so gut wie. Khalil, halt deine Männer in Position! Wir sind im Landeanflug! Wir sichern die Botschaft! Wartet auf unser Zeichen! Festhalten! Manticore mit menschlichem Piloten! Sieht wie Sarah Hall im Cockpit aus. Wissen wir, wo Taylor oder Maretti sind? Wo wollen sie hin? Negativ. Dann müssen wir an Hall vorbei. Wir dürfen Taylor nicht nochmal verlieren. Leistung bei 70%. Sie steht zwischen uns und Taylor. Feuer! Paul greift an. So, gehen wir jetzt also vor? Töten unsere Leute, weil sie eine Verschwörung aufgedeckt haben? Du weißt nicht, was das auslöst. Ich weiß. Und es tut mir leid. Was ist los? Kane! Hendrix! Mr. Krüger. Ich fürchte, Sie verkennen die Lage und verstehen nicht, was ich Ihnen sage. Was ist das? Ist das ein Baby? Hallo? Hallo? Ist da jemand? Ist da jemand? Bitte, hören Sie mir doch zu. Zum Informationsaustausch gehören zwei Sachen. Wenn Sie die Überwachung durch Menschen streichen, lässt sich unser Einfluss nicht in Ihren Welt.
Endlich kann das Corvus-Programm sein ganzes Potenzial zeigen. Was zur... Das kann nicht wahr sein. Kane! Ist das... Kannst du mich hören? Siehst du das? Sag doch was! Bitte! Was hast du mir angetan? Das geheime Projekt. Dieser Tag ist bevor der ganze Ort explodiert. Bevor 300.000 Menschen sterben. Dort wurde ich geboren. Ein kurzer Moment der Qual. Dann Dunkelheit. Wer spricht da? Hier hat alles angefangen. Das Gas. Ihre Experimente haben eine chemische Substanz freigesetzt. Sarah? Diese Stimme, erkennst du sie? Ich erinnere mich, aber es ist fast wie ein Traum. Ein Traum von jemand anderem. Erzähl mir, woran du dich erinnerst. Die CIA schickte uns los zur Überprüfung eines Alarms unter der alten Coalescence-Anlage. Jemand hatte die Immortals wohl gewarnt. Check den Raum. Sicher. Verdammte menschliche Testsubjekte. Toll. Das verstößt gegen alle ethischen Grundsätze dieses Landes. Das brauche ich jetzt. Hall, Meldung. Auf zur Immortals-Jagd. Wir wussten, dass wir gerade über ein CIA-Programm stolperten, das jahrelang begraben war. Und dieses Programm führte höchstwahrscheinlich direkt zum Singapur-Desaster. Wir berichteten und wurden zur Geheimstation zurückbeordert. Okay, du weißt, wie es läuft. Sichere das Gebiet. Ich hole alle sensiblen Daten von ihren Servern. Los. Taylor, alles klar? Ja. Ich habe ein paar Störungen in meiner Optik. Okay. Ich helfe dir beim Kalibrieren. Sarah! Kannst du mich hören? Ich weiß, was das ist. Das ist Bastania. Ich habe es in der Akademie studiert. In meiner Abschlussarbeit damals war es eines der größten Beispiele militärischer Tapferkeit. Einer dieser Kämpfe, der dir zeigt, woraus du gemacht bist und wer du bist. Ich habe davon geträumt. Folge mir. Glückwunsch, Private. Du hast den kürzesten gezogen. Willkommen in Baston. Und jetzt beweg deinen Arsch an die Front. Ist das möglich? Wir befinden uns auf den Schlachtfeldern des Zweiten Weltkriegs. Das muss eine Illusion sein. Das muss es sein.
Warum sind wir hier, Sarah? Weißt du das nicht? So viel Leid, so viel Schmerz. Es waren nicht nur die feindlichen Soldaten. Was verdammt war das? Die Schreckenswölfe. Zuerst fielen sie nur über Verwundete her. Später jagten sie die Starken. Achte nur auf den Klang meiner Stimme. Stell dir einen vereisten Halt vor. Verdammt war das. Die Schreckenswölfe. Zuerst fielen sie nur über Verwundete her. Später jagten sie die Starken. Achte nur auf den Klang meiner Stimme. Entspann dich. Stell dir einen vereisten Hals vor. Was war diese Stimme? Hast du sie schon mal gehört? Deine Verbindung per DNI. Du wusstest, was sie mit mir machen würde. Du lagst im Sterben, Sarah. Ich hatte keine Wahl. Im Sterben? Konzentrier dich. Erinner dich. Was ist in der Geheimstation passiert? Wir haben etwas aufgedeckt, das die geopolitische Landschaft gefährden und das Winslow-Abkommen scheitern lassen würde. Wir hätten wissen müssen, warum man uns zurückrief. Man konnte uns nicht trauen. Zu viel Risiko. Wenn man ein Geheimnis begraben will, liegt es oft neben dem, der es bewahrt hat. Sie sagten, dass sie eine Diagnose durchführen müssten, aber das war gelogen. Sie wollten uns bloß terminieren. Aber als wir dort ankamen, war das Personal schon tot. In Stücke geschnitten vom Vollstrecker der 54i mit Namen Jay Jean. Wir wussten, dass sie uns jagen würden. Uns blieb nur die Wahl, einen Handel mit den Immortals einzugehen und Singapur zu verlassen. So ist das nicht gewesen, Sarah. Wir haben die Aufnahmen angesehen. Du warst es. Du hast sie kaltblütig abgeschlachtet und es aussehen lassen wie ein Ritualmord. Du hast ihre Wiedergeburt verhindert. So wie Jason. Warum? Sarah, warum glaubst du, bist du hier? Was ist so wichtig an diesem Kampf? Warum hast du davon geträumt?
Ich habe es immer wieder im Kopf durchgespielt. Ich wusste, ich war nicht stark genug für diesen Kampf und auch nicht mutig genug. Als ich das schrieb, hatte ich nicht mal einen Kampf miterlebt. Ich habe aus erster Hand gelesen, was sie durchgemacht haben, aber ich konnte mir nicht vorstellen, wie sie durchhielten. Manchmal muss man durchhalten. Und manchmal loslassen. Das ist der Weg, den ich gehen muss. Den wir gehen müssen. Zurück. Wir hören nicht auf, bis wir es geschafft haben. Wir holen dich da rauf. In der Kraft. Was auf Befehl. Deutsche Tigerpanzer, der Königstiger, immun gegen die meiste Munition. Bist du stark genug, ihn zu besiegen?
Es gerät außer Kontrolle. Wir müssen es stoppen. Hohe Gewalt. Manchmal ist das alles, was einem bleibt. Wir töteten sie. Wir haben alle kaltblütig ermordet. Ich erinnere mich, aber ich spüre die Erinnerung nicht. Verliere ich den Verstand? Ist das die Hölle? Sarah, ich muss wissen, wo Taylor ist. Es ist außer Kontrolle. Wir müssen es stoppen. Du solltest nicht hier sein. Taylor! Taylor! Ich will hier raus! Wir wollen beide dasselbe. Wir wollen Taylor finden. Wo ist er, Sarah? Du musst bei mir bleiben! Nach der Entdeckung des Geheimprojekts suchtet ihr nach Salim. Wir lieferten Infos über Corvus und die Geheimstation an die Immortals. Ihre CDP-Kontakte brachten uns nach Ägypten. Als wir Salims Position hatten, schlugen wir mit einem NRC-Angriff zu. Was war denn so wichtig an Salim? Der Doktor wusste als einziger etwas über den Wald. Taylor war besessen, wie wir alle. Er meinte, nur dort wären wir sicher. Wo bist du hin, Sarah? Hast du einen sichereren Ort gefunden? Wir versteckten uns in den alten Aquiferen und überlegten, wie wir Salim schnappen. Die Aquifer? Die mobilen Wasserraffinerien draußen in der Wüste. Ist das Taylors und Marettis Ziel? Das muss es sein. Kane müsste die genauen Koordinaten ermitteln können. Sarah, was ist passiert, als du Salim geschnappt hast? Was passierte in Kebeshe? Was hat er dir gesagt? Wir müssen es wissen. Zwecklos, wir haben keine Zeit. Wir müssen weg hier. Warum tun Sie mir das an? Ich habe nichts Falsches gemacht. Sie waren ein Teil des Ganzen.
Vom CIA-Gedankenkontrollprogramm. Taylor, wir kriegen Besuch. Hall, na los, mach! Was wollen Sie von mir? Erzählen Sie mir vom vereisten Wald. Der Wald ist nichts. Nur eine im Verstand der Patienten eingepflanzte Idee, damit sie nach den Experimenten Frieden finden können. Genau, das illegale DNI-Experiment. Verborgen hinter einer Konzernfassade, ein Projekt mit über 300.000 Opfern. Ich konnte nichts dafür. Etwas ist mit der Software passiert, die die Erfahrungen der Testsubjekte gestreamt hat. Das Projekt war nicht mehr unter Kontrolle. Ich trage keine Schuld. Wer denn dann? Wer dann? Das Projekt unterstand den Weisungen von Sebastian Krüger. Ein führender Kopf bei Coalescence. Nach dem Desaster flog er zu ihrem Hauptquartier in Zürich. Danke. Eine Simulation, oder? Wie im Training. Ein Test für mich. Ich weiß es. Es ist keine Simulation. Es ist real. Du hast gehört, was der Doktor sagte. Der vereiste Wald ist nicht real. Er dient dazu, die Testsubjekte zu beruhigen und zu kontrollieren. Du jagst etwas, was nicht existiert. Ich weiß, was das ist. Ich weiß, was da passiert. Was zur Hölle ist das? Diese Monster wollen uns töten. Werden wir brennen! Lass sie gehen. Sarah, wer immer diese Stimme ist, ich glaube, sie will uns loswerden. Wer bist du? Was willst du? Chemischen und elektrischen Aktivitäten in einem sterbenden Gehirn. Ein DNI-Kurzschluss. Eine Flut aus Erinnerungen und Gedanken. Zur Hälfte wahr, zur Hälfte Fantasie. Du
beende ich diesen Albtraum. Bitte hilf mir! Ich kann nicht. Ich will, dass es ein Ende hat, aber ich schaffe es nicht. Du musst es beenden, bitte. Töte mich. Lass mich gehen. Achte nur auf den Klang meiner Stimme. Entspanne dich. Stell dir einen vereisten Wald vor. Also, hat es sich gelohnt? Sie sind bei den Aquiferen. Alles okay? Kane. Mit dem Interface lief etwas sehr, sehr falsch, als wäre ich in Halls Albtraum gewesen. Das war nicht alles. Da war etwas in ihrem Verstand. Etwas, das bei Corvus vor dem Unglück entstanden ist. Es hat die ganze Zeit über gegen mich gekämpft. Es manipuliert Taylor und die anderen. Sie sollten das Personal der Geheimstation töten und wussten es nicht. Ich glaube, es wird schlauer. Wir müssen reden.